Das Internet, ein Ort kreativer Entfaltung, unbegrenzter Möglichkeiten, sonderbarer eBay-Angebote und völlig unverständlicher Nutzerkommentare. Aber wie verhindere ich einen Kommentar, mit dem niemand etwas anfangen kann? Wie schreibe ich einen guten Kommentar? Als allererstes stellen wir uns gar nicht die Frage, wie wir einen Kommentar schreiben, sondern ob wir einen Kommentar schreiben. Denn ein Kommentar ist nur dann gut und wichtig, wenn er auch etwas beinhaltet. Das ist Timmy. Timmy möchte einen Kommentar schreiben. Er weiß von der Möglichkeit zu kommentieren, sieht ein Video und denkt sich jetzt aus, was er denn schreiben könnte. Aber halt! Timmy hat die Reihenfolge ja komplett durcheinander gebracht. Denn schreiben sollte man einen Kommentar nur dann, wenn man auch etwas sagen möchte. Wenn Timmy ein Video sieht, etwas beitragen möchte, sei es ein Witz, eine Kritik, Lob oder die eigene Meinung, dann kann und sollte er es auch tun. Er sollte sich aber nicht von der Möglichkeit dazu motivieren lassen, um jeden Preis irgendetwas zu schreiben. Jedoch hat Timmy auch gehört, dass man am besten immer kommentieren sollte, um den Videos zu helfen, besser angezeigt zu werden. Also kann man auch ruhig darauf verzichten, wirklich etwas Brauchbares zu hinterlassen. Man will ja nur helfen. Allerdings hat sich das eher als Trugschluss herausgestellt. Viel hilft nicht immer viel. Wenn Timmy nun keinen Kommentar hinterlässt, ist er damit nicht automatisch weg, sondern Teil der schweigenden Mehrheit. Das ist die Gruppe, die wenigsten zwar bemerken, aber die wichtigste von allen ist. Es sind diejenigen, die schweigen und genießen, den Kommentaren anderer einen Daumen nach oben geben, weil sie genau das sagen, was sie sonst vielleicht auch geschrieben hätten, die nichts auszusetzen haben und einfach konsumieren. Timmy und jeder andere auch ist dem Produzenten eines Videos keinen Kommentar schuldig. Das sind Paradigmen, die einst die Slimanis verbreitet haben. Ein Kommentar ist die Möglichkeit, sich selbst zu äußern, kein Punkt auf der Liste der abzuarbeitenden Interaktionsmöglichkeiten, keine imaginäre Schuldenrückzahlung und erst recht kein Ort, um mit dem Vorwand eines inhaltlichen Beitrags Werbung für die eigene Würstchenbude zu machen. Also, wenn ihr das nächste Mal die Tastatur zückt, um euch zu äußern, haltet einen Moment inne und fragt euch, warum ihr das überhaupt macht, ob es das überhaupt wert ist und ihr nicht nur schreibt, um geschrieben zu haben.